Man kann es auf die Formel bringen, wenn irgendwas nicht funktioniert, hat der Lehrer nicht den falschen Unterricht gemacht, sondern die falschen Schüler. Das ist auch jetzt überhaupt nicht böse oder wertend gemeint, aber ein Lehrer, der jetzt vor Problemen steht, im Unterricht funktioniert was nicht, der könnte jetzt, würden wir uns vielleicht wünschen, sagen, ich mache irgendwas falsch. Aber das System zeigt ihm ja, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann hast du die falschen Schüler. Es gibt eine Lösung für den Schüler. Wenn der zu schlechte Leistungen zeigt, gibt es eine andere Schulform. Wenn der irgendwelche anderen Probleme zeigt, den kann man die Klasse wiederholen lassen. Wir brauchen ein System, wo man im Interesse von Kindern arbeitet, und gleichzeitig nicht wettbewerbsfeindlich, aber eine Wettbewerbsverschiebung weg von Wettbewerb der Kinder, unter Umständen sogar der Kinder und ihrer Eltern untereinander, hin zu einem positiven Wettbewerb, der nicht jetzt mit Angst und Entlassung und so weiter, sondern positiven Wettbewerb um die besseren Lösungen. Im Prinzip ein Umfeld schaffen, wo die Lehrer in den Wettbewerb eintreten, wie man am besten für die Schüler irgendwas erreichen kann. Der Lehrer hat mehr die Funktion eines Schiedsrichters. Und ein Schiedsrichter bei einem Fußballspiel, der fördert doch niemanden, sondern der soll einfach nur ein fairer Beurteiler sein. Das ist die starke Funktion im deutschen Bildungssystem. Und die des Trainers. Das ist eigentlich so eine schon leider viel zu sehr ausgeklammerte. Und erst dann, wenn der Lehrer eigentlich Trainer ist, Coach und kaum Schiedsrichter oder irgendwann erst Schiedsrichter wird, sondern eher Coach, dann ist seine Hauptfunktion auch zu fördern. Dann ist er aber auch verantwortlich dafür, wenn eine Mannschaft schlecht spielt, wer ist der Erste, der rausfliegt? Der Trainer. Der muss nämlich dann Verantwortung übernehmen. Und mit diesem Bild kann man das, glaube ich, ganz gut zeigen, dass wir über individuelle Förderung viel reden und merken, dass das irgendwie nicht richtig funktioniert. Das hat meiner Meinung nach ganz viel damit zu tun, dass die Systemlogik ausgerichtet ist auf eine andere Funktion, auf die des fairen Schiedsrichters und eben nicht die des Coaches.